Das ist Ethan B. Bradley, Hollywood-Star und Klimaaktivist. Für den Schutz der Kaiserpinguine produzierte er eine aufrüttelnde Doku. Aber auch wenn Sie nicht Ethan B. Bradley sind, können Sie ganz einfach in die Zukunft unseres Planeten investieren. Und wie das geht, finden wir zusammen heraus. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Das Löwenfestival 2024. 5 Konzerte konnte man schon hier begeistert auf dem Rathausplatz verfolgen. Ich habe den Maximilian Süß bei mir. Max, 5 durch. Es steht noch ein großes Konzert an. Was kommt am Donnerstag? Ja, nächste Woche Donnerstag machen wir mal ein großes Rockfinale. Das heißt, da gibt es richtig schönen Gitarrenrock auf die Ohren. Auch mit 2 Bands, Bad Stash und Bandox treten auf, die es hier mal so richtig krachen lassen. Und wir haben auch halt nicht unbedingt 10 Uhr Deadline, wir können da ein bisschen länger machen, sodass auch beide Bands dementsprechend dann zum Zuge kommen. Also ganz wichtig. Es darf bis 11 Uhr Musik gemacht werden oder wie sieht es aus nächsten Donnerstag? Ja, wir können auf jeden Fall länger als 10. Wir wollen gar nicht so unbedingt bis um 11, aber damit wir für beide Bands ein bisschen Spielraum haben und auch mit dem Umbau und so, damit wir da alles in Ruhe machen können, haben wir ein bisschen mehr Zeit hinten raus und die werden wir, glaube ich, auch ganz gut nutzen. Du sagst Rock, Hard Rock nächste Woche. Was kannst du uns zu den beiden Bands sagen? Ja, es gibt halt bekannte Lieder im Metal-Gewand oder im Rock-Gewand mit ganz viel E-Gitarrenmusik, mit geilem Gesang. Das wird eine richtig gute Rockshow von vorne bis hinten. Und beide Bands sind ein bisschen unterschiedlich unterwegs, aber in der Summe wird das, glaube ich, ein richtig, richtig geiler Rock- und Metal-Abend. Also die Remscheider sollten nächsten Donnerstag vorbeikommen. Auf jeden Fall. Und die wichtigste Frage ist, hast du noch genug Becher, dass Remscheider vielleicht aus dem Urlaub zurück sind, die sagen, hör mal, jetzt will ich noch mal Löwenfestival genießen, hast du genug? Ja, wir haben noch ein paar. Also alle einfach rankommen und nächste Woche noch mal ein schönes, großes Löwenfestival 2024 Finale hier feiern. Wann geht's los? 19 Uhr. Max, dann danke ich dir für dieses Interview. Also komm vorbei am Donnerstag, das Abschlusskonzert vom Löwenfestival 2024. Ja.